Hallo, da sind wir wieder bei unserer neuen Sky Family und wir können gleich eigentlich loslegen, oder? Wen haben wir denn noch bei den Droh und dem Pox heute diesmal? Genau. Und guten Abend. Wir können was Offizielles sagen, und zwar, wir haben einen Eisblock. Yay! Wo seid ihr denn? Ich bin schon auf dem Server. Die Katja hat doch schon Wir kommen jetzt gerade losgesagt. einfach mal. Ja. Ja, ich hab Wir haben bloß nichts gesagt. Ich geguckt. dachte, du sagst dann los, ab auf die Server oder so. Ja, okay, gut. Hat sich das halt ein bisschen erledigt. So, der Eisblock ist hier in der Truhe drin, ja. Da möchte ich auch mich ganz kurz nochmal dann bei dem Kollegen bedanken, der das gesagt hatte. Wartet, ich muss mal ganz kurz, also liebe Zuschauer, wenn ihr bei mir jetzt einen Bildschirm seht, ja, bitte nicht wundern, ich gucke mal ganz kurz nochmal auf YouTube. Das ist natürlich eine schlechte Vorbereitung von mir. Und Die zwar, beste. ja, die beste der Besten. Der Dank geht an, jetzt muss ich doch nochmal schneller gucken, an den User. Wie hieß er? Gamerman 10001. Gamerman 10001, wir danken dir. Ja, herzlichen Dank. Danke. So, und irgendwie, weiß ich nicht, die Bäume wollen schon wieder nicht wachsen. Ich Mein sag doch, Image ist gerettet. das sind doch diese Blöcke hier. Mach ich mit dir eine Wette. Das ist dieser Block hier und dieser Block. Ich habe den da nicht hingemacht. Nee, Ich das weiß haben wir nicht, was ihr gemacht. veranstaltet habt. Das haben wir gemacht in der letzten Folge. Ja, dass du nicht runterfällst, Kati. Genau, richtig. So, jetzt wollte ich das hier mit dem Wasser machen. Jetzt muss ich mal gucken. Packe ich das Wasser. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Kati, mich jetzt bitte nicht runterschmeißen, ne? Nein, ich bin ganz brav heute. Ich bin Nee, nicht warte auf mal. der Aggro-Schiene. Warte mal, wenn ich da und dahin mache, dann machen wir da das Wasser hin, dann wird das Feld auch begossen, ne? Genau. Wie ein begossener Pudel. So, Jetzt nur eine Frage. Schmilzt der Block? das war ich jetzt auch gerade überlegen. Ich habe bisher nie darauf geachtet. Müssen wir den kaputt hauen oder schmilzt der? Wenn du den kaputt haust, ist es wie mit Glas. Was weg ist, ist weg. Nein, bei Eis glaub nicht. Allerdings. Yes! Oh yeah. Ice, Ice Baby. Dum, 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 da, da, dum, dum. Gut. Leute, ich wollte was sagen. Wir haben Wasser. Wasser. Yay, Oh, ich gehe mal Party! baden. Oh, ist das schön hier drin. Oh. Ja, bei den Temperaturen. Komm, ich joine mal. Übrigens, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Guckt mal. Oh, wenn das meine Frau sehen würde. Ey, das hat gerade geblubbert im Wasser, hast du da? Egal. Was? Habt ihr gesehen? Die Kati hat einen Skin. Wuhu! Pox hat auch einen Skin. Ich komme nicht Ja, mehr raus. der ist aber nicht so schön wie deiner. Also. Und Ich bin auch schon hoffe ich mal, weiblich. dass es besser an. Besser Ich bin wächst. eine Miezekatze. Ich Und habe hier sogar einen unser Huhn, Schwanz. unser Huhn. Guck Guck mal mal, von unser Huhn. hinten. Ja, das ist Unser Huhn ist gewachsen. auch gewachsen, Ja. aber noch keine Eier da. Schade. So, ich genehmige mir mal den Apfel hier, weil ich bin kurz vorm Sterben. Jo, hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen überleben. Ja, jetzt brauchen wir halt Holz. Hinten Kaktus, ja. Und wie gesagt, liebe Kati, guck mal, du kannst jetzt hier lang gehen und kannst nicht runterfallen. Außer bis da vorne Ein dann. Gelände, yeah. Ja, ein Geländer, extra nur für dich. Ich bin auf dem Steg aber nicht runtergefallen. Bisher noch nicht. Ich mach das hier auch Bisher nochmal auch weg, nicht. wegen dem Baum, ne? Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Ist mir jetzt einfach hier gerade ein bisschen zu komisch. Deswegen mache ich das mal so und so. Es sollte eigentlich passen, dass dann der Baum entsprechend wächst. Ja, Hoffen gut. wir mal, Und dass sie jetzt dann liebe wachsen. Leute, nachdem wir ja jetzt so schön einen Eisblock haben, ja, und Gamerman, wie gesagt, hoffen wir auch mal, dass andere abstimmen. Aber sollte der Gamerman wieder was schreiben, ja, Gamerman 10001, ja, wir bräuchten jetzt einen Lava-Eimer. Er hat es zwar schon geschrieben, aber wir brauchen das in einem neuen Kommentar, weil ansonsten wäre das nicht ganz korrekt. Wir sagen halt wirklich dann eine Abstimmung, ja. Und wir haben soweit auch schon alles vorbereitet. Auf der Homepage von Giant Games könnt ihr entsprechend die Regeln sehen und dann wird da auch dann entsprechend dann am Montag werden wir uns dann, ne, am Sonntag werden wir uns alle dann zusammensetzen, werden dann jeder ein Item benennen, was sich jeder wünscht und ihr könnt dann ab Montag, also beziehungsweise ab Dienstag, Montag wird es online gestellt, ab Dienstag entsprechend wird ja das Video dann veröffentlicht, also in dem Video am Dienstag. Wer vorher schon votet, okay, hat da Glück gehabt. Ich denke aber nicht, dass ihr die Seite finden werdet. Könnt ihr dann entsprechend abstimmen, welches Item wir bekommen in einem Voting. Das Voting ist natürlich alles komplett neutral gehalten, also ihr braucht euch nicht extra registrieren, gar nichts, ja. Das passt dann schon. Ja. Ansonsten danke für die ganzen Zuschauer. Und ja, das mit den Videos, das hat
bisher noch nicht so ganz geklappt, aber wir hoffen mal, dass wir die jetzt entsprechend immer rechtzeitig online stellen können. Ne, Pox? Ja. Mit Sound. Nehmen heute die richtige Audiospur mit auf und dann ist alles in Ordnung. Gut. So, und jetzt können wir mal ganz kurz überlegen, was wir so noch planen. Erstmal, hat das Huhn schon Ei gelegt? Nee, ne? Nein, nee. Ich guck schon die ganze Zeit. Kann das überhaupt alleine? Ja, kann es. Ein Ei legen Vielleicht kann ein Huhn mit immer. Dem reden. Was denkst du denn, wie sich die Hühner vermehren? Etwa, egal. Ja, aber ein Huhn kann doch nicht einfach nur ein Ei legen. Ja, doch. Natürlich. Aber das muss befruchtet werden. Nein. Doch. Wir wollen das Ei ja essen und nicht, Nee, Ach wir wollen so. Das Ei nicht essen. Ihr wollt doch ein Hühnchen draus machen. Richtig, wir müssen jetzt das machen. Aber das ist das Akku-Huhn. Sag mal, haben wir noch die, Nee, haben wir nicht mehr, ne? Was war das? Ich weiß nicht. Was war was? Hast du was gehört? Ich hab kein volles Hunger mehr. Hörst du auch? Ich hab kein volles Hunger mehr. Jetzt genau. Krieg ich auch langsam Hunger. Ja, ich hab auch schon Hunger. Darum, ich warte auf diesen tollen Melonensamen, Kürbissamen, der zwar immer größer wird, aber das Feld ist jetzt bewässert, oder? Sieht doch jetzt bewässert aus. Es ist bewässert, ja. Hast du noch die Hake? Nee, ne? Nein, die habe ich gestern mit in den Tod genommen. Der Baum, der Baum, der Baum! Der Baum? Ah! Oh. Gut. Oh, Apfel, bitte Apfel. Aber. Wer rennt mir denn da? Wie sie alle da klopfen. Auf den Schädel. Was? Wie die Geier schürzen sich so auf den Baum hier? Ja, gut. Das ist Sensation. Mehr kann man hier nicht machen. Oh, ja dann. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So. Noch. Noch nicht, ne? So, dann. Halt, warte, was hatte ich denn vor? Ich wollte jetzt hier außenrum so eine schöne Grenze nochmal ziehen, dass man auch mal um den Käfig selber rumgehen kann. Übrigens, in dem Käfig ist ein Ei. Sehe ich gerade. Leute, da ist ein Ei drin. Mikro. Ey, da hat er es einfach sich geschnappt. Ich werf's direkt mal rein und aufs Huhn. Ups. Dann töte das Huhn noch. Töte das Huhn noch, komm. Ich warte drauf, ja? Soll ich hier die Insel größer machen? Mach ich doch gerade schon. Ach so. Aber nur mit Slaps. Ja. Okay, eigentlich müsste ich ja eine Etage tiefer, aber ganz im Ernst, erstmal ist mir das gerade relativ egal. Bloß die Insel ein bisschen vergrößern, wäre, glaube ich, sehr wichtig, ne? Dass wir hier ein bisschen mehr Luft haben. Ah ja, ja, dann müssen wir gleich noch die Bäumchen dann neu pflanzen. Sofern da mal ein Apfel runterkommt. Soll ich nur die kleinen machen? Also die kleinen Platten da? Ja, nur die kleinen. Die Slabs. Ah, ein Slab habe ich ja sogar noch, sehe ich gerade. So. Lauf nicht weg, gib mir mal was ab. Sonst stehe ich hier nur rum. Kann ich jetzt hier entsprechend nochmal... Da hast du eine. So, haben wir den Baum auch? Den hat Droh mir weggenommen. Was, ich? Achso, ich habe dir den Slab weggenommen. Ups. Ja. Ja, hier, komm. Nimm, friss! Jetzt hat ein Kati. Was? Pipi. Kati, hast du gerade einen... Ich habe irgendwas aufgesammelt, ja. Ein Säppling oder ein Apfel? Nee, den Säppling da. Okay. Oh, da fällt mir gerade auf. Wartet. Die Zeit müssen wir achten. Wir müssen auf die Zeit achten, ganz wichtig. Ja, das wollte ich vorhin schon fragen. Wir haben noch genau 7 Minuten. Das Huhn beobachtet euch übrigens. Ey, so ein Stalker. Was macht ihr da? Warum macht ihr da nicht den Rand weiter? Will ich doch, es geht nicht. Ihr kommt doch von der anderen Seite. Habe ich schon versucht, von der Seite. Du hast Pressure Plates gemacht. Ich habe doch gefragt, ob ich die kleinen machen soll. Toll. Oh. Jetzt haben wir Redstone. Noch kleiner. Ah, aua. Gleich nochmal draufgehauen. Kann man die nicht anpflanzen, also dran machen? Nein. Schade, okay. Das sind sozusagen Druckplatten. Und ja. Oh, das ist schön. Haben wir jetzt wieder einen neuen Baum. So, ach gut. So, das sind so, dass Türen automatisch aufgehen und sowas. Genau. So, gut, dann machen wir einmal hier. Dann einmal so, dann einmal so. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 30 Stück sollten reichen, ne? Auf jeden Fall. Komm, ich pack die dann gleich 31. mal wieder in die Kiste. Ja, ich hab's auch schon in die Kiste gemacht. So, dann kann ich jetzt hier mal kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Da. Fritz oder stirb. So, mal jetzt hier mal weiter. Gut, dann hat das Huhn wenigstens was zum Spielen. Wieso? Achso. Ja. Tok. Dann sollten wir irgendwann nochmal weiter an den Zaun denken. Oh, ein Säppling.
Kriegt man auch mal noch mehr Erde oder ist das alles hier? Das ist alles hier. Es sei denn, die Zuschauer voten für mehr Erde. So, jetzt haben wir hier schon mal den Rand. Soweit. Liebe Zuschauer, ihr habt es gehört. Votet für die Erde. Nee, 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 nee. Lava-Eimer, Lava-Eimer. Ich Genau, bin für Erde brauchen wir Lava-Eimer. dringend. Dann bin ich auch für Lava-Eimer. Ja, auf jeden Wer Fall. hat ihn denn jetzt da drunter gekriegt? Oh, verdammt, ist da wieder einer drunter gerutscht. So, jetzt wird's dunkel. Das heißt also, wenn wir jetzt hier aus diesem Bereich rausgehen, spawnen hier Gegner. Nein, wir bleiben hier. Das arme Huhn, das kann mich nicht. Jetzt hast du dem Huhn sein Spielzeug weggenommen. Eine Platte reicht. Wenn daneben dann irgendwann mal eine Tür ist, dann macht das Huhn sich selber die ganze Zeit die Tür auf, das weißt du, ne? Dann tock, Tür auf, tock, Tür zu. Tock, Tür Ein auf, tock, Tür zu. intelligentes Huhn. Aber hey, habt ihr schon gesehen? Wir haben Wasser. Ja. Ja. Die Pflanze könnte mal ein bisschen mehr wachsen. Verdammt. Ja, die Los, kleines Pflanze. Pflänzchen. Warte mal, ja, deswegen. Ah, verdammt, warte mal, wir brauchen ja noch eine Hake, ne? Haben wir, haben wir, haben wir, hab ich. Ne, haben wir nicht mehr. Wahrscheinlich habe Verdammt. ich. Ein Holz fehlt uns. Nein! Nein. Warte. Ich wollte gerade sagen, hol dir doch eins. Ja, mach ich ja gerade. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt da eins mehr brauchen. Und ein Stock. Nein. Ein Stückchen. Stückchen, Stückchen, Stückchen. Nee, geht nicht auf. Verdammt. Wir brauchen. Da ist ein Zeppling. Der ist wichtig. Gut, da ist noch ein Zeppling. Kein Apfel, egal. Bäumchen, Wachs. Los, komm. Wachs, Wachs. Komm. Den habe ich gerade erst eingepflanzt. Ist mir egal, er soll wachsen. Passt der da? Ja, der kann da wachsen, ne? Jojo, das passt. Du kannst ihn sogar rein theoretisch jetzt sogar hier hinsetzen. Und das würde gehen, aber lassen wir mal. Dachte, es muss nur Erde außenrum sein. Nee, nee. Nee, nee, es muss Ach nur der Platz da so. draußen rum sein. Bloß ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit diesem Block hier aussieht. Ist da hinten ein Gegner? Da hinten ist ein Zombie. Ich bin gleich wieder da. Hallo Zombie. Hallo, die können uns vielleicht irgendwas Nützliches droppen. Ja, tu Ja. es. Gehirne und verrottetes Fleisch und. Eisenbarren. Aber sei vorsichtig, Ja, klar. wenn du in diese weite Welt hinausgehst. Ich passe auf. Zombie kommt eh nicht an mich Komm ran. ruhig sicher nach Hause. Der Butler Pox wartet schon Das auf ist nicht mal dich. mehr ein Zombie, das ist sogar ein Einwohner, der zum Zombie geworden ist. Oh. Nein, das Fleisch ist Oh nein. runtergefallen. Das war Pox alter Skin. Ach, verdammt, Fleisch ist runtergefallen. Ich hatte gehofft, dass ich ihn die ganze Zeit gegen die Kiste gegenhaue. Oh oh. Leute, bleibt hinten, bleibt hinten. Wieso seid ihr denn weggegangen? Fuck! Fuck, weg, 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 weg! Oh, weia. Wer war das? Das war ich. Ich sagte doch, bleibt hinten. Ja, Pox, du musst dann jetzt offline, so leid es mir Ja. tut. Okay. Hat er dich runtergekickt? Er ist mir vorne ins Schwert reingelaufen, als ich gegen den Creeper spielen wollte. Tja, Leute, damit hat es sich dann für. Oh. Kati, pass auf, die Spinne kann einen runterschmeißen. Ich habe sie getötet. Ja, liebe Leute, ja, Pox kann ja noch weiter aufnehmen, trotz alledem im Hintergrund, dass ihr ja, das dann noch hören könnt, aber hey, wir haben noch mal. Vielleicht können wir bald ein Bett machen. Also, jedenfalls Ich habe ein eins. Spinnenauge. Ein Spinnauge, rein in die Kiste damit. Kann man damit irgendwas machen? Nein. Ja, Pox, also morgen hast du dann leider Aufnahmesperre. Ja, leider. Nein. Warum rennst du mir auch ins Schwert rein? Ja, das passiert. Und warum seid ihr mir gefolgt? Ihr habt doch gar keine Ausrüstung. Kati, du bleibst jetzt hier. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Da hinten ist nämlich ein Baby-Zombie. Baby-Zombie. Nee, oh, Skelett mit Bogen. Viel schlimmer. Ich hoffe, du hast nichts in den Taschen. Ein Schwert. Nee, das Skelett schmeiß ich runter. Punkt, Ende aus. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ich sehe, wie du ganz viele Pfeile in dir drin hast. Agrohuhn! Verdammt, es hat nichts gebracht. Ach, Mist. Wir Hast du dir können. umsonst die ganzen Pfeile eingefangen? Nee, da war ja noch ein Zombie. Ach so. Darf euch Das. übrigens darauf hinweisen, dass wir bei 14 Minuten sind. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich wollte es auch gerade sagen. Also, wir haben noch genau fast circa 40 Sekunden. Ein paar Sekunden bleiben uns noch. Ja, ein paar Sekunden. Das Huhn hat jetzt nichts mehr weiter, ne? Gut, das Schwert packe ich dann Nö. nochmal schnell weg. Ja, schade, schade, schade. Aber wir haben jetzt jedenfalls schon verrottetes Fleisch. Falls jemand dann Hunger hat, kann das verrottete Fleisch essen.
Ein Faden, wir haben noch Setzlinge bekommen. Spinnenauge, ja, den Kaktus natürlich, ja, und gut. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, vielleicht bringt ja der Biochemic noch ein, oder Biochemic noch ein Part raus, ne? Also, wir müssen jetzt runter vom Ja. Server. Darum danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss. Ja, danke. Bis dahin. Tschüss.